Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin's, euer Dummste. Willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Ori and the Blind Forest. Wir sind letztes Jahr stehen geblieben, als wir diesen Ginsobaum retten wollten. Und da haben wir die linke Seite jetzt gemacht und genau da werden wir jetzt weitermachen. Das heißt, wir gehen jetzt nach rechts. Ich freue mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Weiter geht's. Ja, okay. Aua. Ach, hier musst du wieder den Schuss umlenken, sehe ich gerade. Warum muss. Okay. Ich sehe schon, was ich machen muss. Hab's hingekriegt? Da eigentlich hin, aber erstmal gucken, wo es überhaupt hingeht. Der Baumstamm muss weg. Das ist aber hart. Okay. Au. Na komm. Den Teil so machen. Wow, der war gut. Ungeziefer hier loswerden. Also muss ich doch den richtigen Weg lang legen. Das könnte abkürzen, aber nö, das funktioniert wohl leider nicht. Na dann, versuchen wir es nochmal. Okay. Das müsste gewesen sein. Ja. Okay, das war jetzt nicht so schwer. So, und jetzt? Muss ich runter, oder wie? Ah, drücke X, um Stein zuzuhören. Jetzt können wir das Element des Wassers wiederherstellen. Wenn wir diese Aufgabe erledigt haben, liegen noch zwei weitere vor uns. Oh, was jetzt? Ich glaube, ich muss abhaken. Das ist ja hart. Stress. Viel Stress. Zu viel Stress, nein. Stress. Um Gottes Willen. Oh, da ist. Egal.
Bin mir jetzt nicht mehr rangekommen. Oh, ich hab mich erwischt. OMG. Schießspinne. Ei! Ah, oh, schade. Oh, von ganz unten frech. Wie will man das denn so schnell schaffen, ey, ganz ehrlich? Komm! Das ist echt gemein hier. Reinbringen. Das gibt's nicht, ey. Wieder an derselben Stelle wie eben gestorben. Nein! Oh. Oh nein. Ach verdammt, ey. Das ist aber auch eine Scheißstelle. Mensch. Da muss frustresistent sein, ey. Verdammt. Jetzt habe ich natürlich nicht gesehen, wie viele Tode ich insgesamt habe. Um zu wissen, wie oft ich jetzt hier sterbe. Echt. Da habe ich schon nasse Füße gehabt. Hier scheiße ich jetzt mal auf die Erfahrungspunkte. Ich komme da oben nicht hin. Ich glaube, ich muss die Wand höher. Aber jetzt schaffen wir es.
Gut, beim nächsten Mal schaffen wir's. Moment. Das kann nicht wahr sein. Das ist echt schwer. Das sieht vielleicht nicht so schwer aus, aber es ist schwer. Puh. Schon 37 Tote. Läuft ja richtig. Das Problem ist, dass man bei der Y-Fähigkeit echt nah sein muss, damit sie aktiviert wird. Hat er mich echt noch erwischt? Komm, Spinne, schieß! Boah, wir haben es geschafft, Leute. Das war hart. Oh, die Eule. Der Dieb hat uns geholfen. Und das Wasser ist nicht mehr so dunkel. Ori, ich fürchtete schon, dich an Kuros Fänge des Hasses verloren zu haben. Aber Gummo hat dich gerettet und uns vor einem unbestimmten Schicksal bewahrt. Also heißt der junge Gummo. Doch sieh her, der Ginsebaum ist wieder hergestellt und Nibels Wasser ist wieder klar. Wir haben jedoch keine Zeit zu verlieren und müssen uns sputen. Das Element des Windes ist als nächstes dran. Es ruht tief in den Elendsruinen. Im Nebelforst gibt es einen Schlüssel, der die Tore dorthin öffnet. Oh wow, jetzt komplett entgegengesetzt hin.
Okay. Spiel gespeichert. Ich will aber nochmal speichern, weil ich mal Fähigkeitspunkte machen will. Wo ist es eigentlich mit dem Wasser gewesen? Auch da oben. 2, 4, 6, 8. 8 Fähigkeitspunkte, um da hoch zu. Okay, das ist auf jeden Fall mal mein Ziel. Ah, man hat eine Atemanzeige, okay. Fische. Was denn die Karte? Okay. Komm, komm, komm. Wie weit geht das jetzt noch weiter runter? Mal gucken, ob wir es schaffen. Aber sterben, sterben halt, ne? Easy, das Erfahrungspunkte. Oh. Das hat Aua gemacht. Ah, okay. Habe ich mir den Weg jetzt leichter gemacht. Aber da komme ich jetzt auch nicht hoch. Wo ist das hier? Okay. Aber ich glaube, ich habe mir dadurch jetzt oben einen Weg gebahnt, weil da jetzt kein Wasser mehr ist. Also war es vielleicht doch richtig. So, und rechts, weiter runter geht's auch noch, okay. Sieht aber sehr tief aus. Ich gehe erstmal hier rechts. Ach, geht gar nicht. Okay, also noch weiter runter. Was brauche ich nochmal Sauerstoff? Oh, ich muss sogar hier runter. Ich brauche Schlüsselstein. Ist schlecht. Okay. Speicher hier lieber mal. Ach, geht nicht mehr. Wie viel brauche ich denn? Ich habe gar nicht darauf geachtet. Gehen wir nochmal unten rechts durch. Oh, das war knapp. Kartenstein. Hatten wir irgendwo? Nee, hatten wir nicht, gell? Bis jetzt. Das war knapp. Das war sehr knapp. Oh, den glaube ich Luft tanken sollen, oder? Geh mal einfach hier hin. Ich glaube, das hätte ich nicht geschafft bis hoch. Easy. Es geht nach rechts und nach links. Ich guck mal nach links. Da ist der Kartenstein. Und hier habe ich das Wasser weggemacht, hier an der Stelle, da wo jetzt das LT steht, unten, das Zoom. Aber da ist... Hey, kannst du das kaputt machen? Komm mal her.
Ah, der rennt nicht so weit. Das dachte ich mir, weil hier oben war Licht. Aber hier komme ich auch nicht hin. Schade. Okay, also links erstmal nope. Also nach rechts. Geh weg. Mal speichern. Es muss irgendwie noch einen Sprung geben, der mich noch viel höher springen lässt, weil irgendwie gibt es noch Orte, wo ich noch nicht mal annähernd hinkomme. Ist ja auch noch Wasser. Guck mal, was hier gibt. Außer Fischis. Die echt viel aushalten. Hier ist auch irgendwas, wo ich nicht durchkomme. Das war knapp. Warte mal, ich werf's mal hier. Oh, das ist ja so eine Boss-Tür. Geh weg. Ich glaube, der ist essentiell für die Stelle gewesen. Na, oh, warum machst du denn einen Doppelsprung? Manchmal, wenn ich von der Wand wegspringe, dann macht er einfach schon gleich einen Doppelsprung. Also den zweiten hinterher. Ohne Fähigkeit. Ilo, der kräftigste der Geister. Der stärkste, der je gesehen wurde. Jetzt ruht er hier, wandelt in einem Stammbaum. Was krieg ich? Du hast das Stampfen erlernt. Benutze diese Fähigkeit, indem du A drückst, um in der Luft zu springen. Dann nach unten drückst, um gewaltig den Boden zu erschüttern. Echt? Cool. Ah, jetzt kommen wir auch da durch, okay. Boom. Sind wir jetzt hier, okay. Benutze in der Luft, um einen Stampfangriff auszuführen. Ah, das sind Knöpfe. Da haben wir ja schon einige davon gesehen. Ist das frech? Und Level up. Das war der Boss. Da oben waren wir jetzt überall. Ah, da oben ist so eine. Ah, da komme ich nicht hoch. Das sehe ich hier schon. Das heißt, wir können jetzt nach links gehen. Dann gehen wir doch mal nach links. Geh weg. Oh, boah, stell dich da allein jetzt in den Stachel. Weil diese Dornranken. So, hier habe ich das Wasser. Hier war unten war es, wo ich das Wasser weggemacht habe. Ja, hier oben ist da auch irgendwas. Das leuchtet doch da oben. Alles unter Wasser. Ich hab mal irgendwann mal mehr Angriffskraft, die halten echt viel aus. Was sind wir denn jetzt? Über mir ist was. Ach, hier waren wir schon mal. Oh, voll nice.
Schmeck deine eigene Medizin. Da wollte ich nicht hin. Wo muss ich denn hin? Oh, ist das ein Weg? Ich glaube, von hier müssen wir, oder? Ja. Das heißt, ich muss zum... Aber da gibt es doch Teleportation. Haben wir irgendwo... wo sind wir jetzt? Hallo? Da. Hier, rechts. Holheim. Erfordert Doppelsprung, Stichflamme, Effizienz. Wie ist Ori, den Sprint auch in der Luft zu benutzen? Was ist denn für ein Sprint? Ich habe keinen Sprint. Egal, das kaufen wir jetzt. Ich will unendlich atmen können. So, ist das jetzt hier der richtige Weg oder bin ich falsch? Teil des Windes, nee, ist richtig. Fähigkeitszelle. Was seid ihr? Ab. Boah. Boah, echt mehr Schaden, ey. Hier seid ihr doof. Hier brauchen wir schon wieder einen Hebel. Schon. Ach ne, ist ein anderer, okay. Guck mal, da links geht nicht. Also nach oben. Da links wahrscheinlich der richtige Weg, jetzt gehe ich erstmal nach rechts. Au. Springen ist bei denen hier Attacke auch nicht so gut. Das nehme ich gerne mit. Was ist das da oben? Die Laterne. Spawn echt schnell, ey. Ach komm. Die Gegnerzeit ist echt erhöht jetzt. In den letzten paar Minuten. Links, aber ich bin nach rechts. Hey, das ist hier nicht. Ach komm, da gibt er mir wieder was? Hammerhart. Alter, die haben eine Treffsicherheit, das ist doch Hammer.
Gut, dass ich einen Lebenspunkt kriege, wenn ich eine Sphäre erstelle. Na. Alle schon, geh weg. Ja, fliegt vor die Wand. Alter, hat der ausgehalten. Wie mache ich das kaputt? Denn der junge Herr da hilft mir. Au. Das ist frech. Bin ich da an der Wurzel gestorben? Schieß doch schneller. Also ja, wie gesagt, Sterben ist ja echt in der Tagesordnung mittlerweile. Boah, das ist mir also instant tot. Wie kommt man denn da hoch? Hä? Kommt doch niemals vorbei. Nee, das wird nix. Ich bin sofort tot. Nö, dann gehe ich jetzt hier nicht weiter. Es muss doch ein Weg da hochgehen. Ich probiere es nochmal. Ach, jetzt geht's auf einmal. Dummes Spiel. Was bin ich denn jetzt hier? Oh nein! Ist hier irgendwie gerade? Nee. Dann hier lang. Da wartet jemand auf mich. Solange Kuro dort hockt, ist der Weg zum Nebelforst versperrt. Da schauen wir dort oben. Wir können sie vielleicht ablenken, wenn wir diese Felsen lösen. Ja. Machen wir ihn ja nicht nur saurer auf uns. Also, naja. Na gut. Dann. Warte, habe ich gar noch was. Hat einen Fehler verloren. Fehler? Du hast Kuros Feder aufgenommen. Um diesen Gegenstand zu benutzen, musst du A und anschließend RT drücken. Kuros Feder ermöglicht es Ori, frei umher oder auf der Luftströmung zu gleiten. Okay.
Da oben hätte ich auch hingekonnt, ich Döde. Warum hab ich das Geld kaputt gemacht? Na gut, gehen wir erstmal. Ach ne, das war jetzt hier. Nebelforst Trauerpass. Wow, den ganzen Weg da hätte ich mir echt sparen können, oder? Aber wer weiß, was da ist. Naja. Hä? Da ist noch ein Speicherpunkt. Den sollten wir mal aktivieren. Ultra sehen wir bei einer Stelle, dann sehen wir mal schnell 2 Lebenszellen wieder. Ja, das war cool. Aber braucht jetzt alles 2 Fähigkeitspunkte. Erhöht Stärke und reines Licht. Oh, Licht strahlt. Okay. Man braucht echt viel, viel mehr Erfahrungspunkte. Ich überlege gerade. Ich gehe mal weiter runter. Gucken, was hier unten ist. Oh, Gegner! Ganz viele Gegner! Oh, halt die aus! Wow! Okay, hier sollte ich erstmal noch nicht hin. Wir gehen doch erstmal nach links. Ich geh doch erst runter. Ich will wissen, was da unten ist. Oh, Hafenstein. Ja, echt heftig. Komm. Na man. Renn jetzt einfach mal durch. Wie Schaden geschlucken. Das war's, okay. Jetzt komme ich nicht mehr hoch, weil ich durch den Speicherpunkt gesetzt habe. Ich glaube, ich habe gerade echt Mist gebaut. Wenn das funktioniert jetzt. Ach, vielleicht so. Ach komm. Du bist doch dran. Okay. Musst du einmal Schaden schlucken. Der hätte nicht so viel. Also grün ist böse. Also richtig böse. Oh Leute, jetzt bin ich wieder hier. Oh, die sind mir echt lieber als die grüne unten. Jetzt müssen wir uns wieder hocharbeiten.
Ja, haben wir schon mal den Bereich da aufgedeckt. Na gut, also rüber. Ab in den Nebelforst. Das klingt ja schon mal sehr verlockend. Alter, das ist gemein. Nebelforst. Oh, was jetzt? Grün! Oh, ich brauche unbedingt mehr Stärke. Muss auf jeden Fall als nächstes Level. Aber oh, was geht mit dem Wald jetzt ab? Okay, weg. Alter. Die machen einen Schaden. Was habe ich noch in der letzten Folge gesagt? Die Umwelt ist die, die mich am meisten umbringen wird. Ja, tut sie zwar auch, aber die machen gerade auch echt so viel Damage. Schieß nach oben, genau. So. Jetzt wird meine Stärke erhöht. Was ist das? Drücke X, um Stein zuzuhören. Die verhüllte Laterne, dieser geheimnisvolle Dunst, dringt aus ihrem Stamm. Wenn wir eine Möglichkeit finden, sie zu entzünden, wird der Weg vielleicht wieder erleuchtet. Okay, also wir müssen eine Laterne oder so finden. Macht trotzdem noch 3 Damage. Hä? Okay. Das wird ja ein Spaß hier. Schnell sein. Oder einfach so machen. Oh, das Gebiet ist echt heftig, ey. Der hält auch eben viel aus. Ach, hier hat man nicht mal eine Karte. Okay. Krass. Bleib mal länger in der Luft. Okay. Das Gebiet ist echt schwer. Und jetzt? Soll ich denn das schaffen? Ach so. Wow. Schlüsselstein. Und jetzt? Hä? Jetzt hat sich der Wald geändert.
Okay, für einen Schlüsselstein. Ändert sich die Welt. Die Gegner sind echt heftig, ey. Ich dachte, man könnte hier rein. Da unten ist was. Da ist die, der Stein, den ich brauche. Azus Fackel, hier ging sie also verloren. Wenn wir sie zur verhüllten Laterne tragen, zeigt sie uns vielleicht den Weg. Hier was geändert. Nee. Nope. Oh. Die Spawnrate finde ich echt hart von den Gegnern, ey. Sollen. Ach Leute. Heute wird das Spiel mich echt ein bisschen ärgern. Schaden macht der. Also Treffer und ich bin tot. Ey, das ist doof. Das war aber schnell geschafft. Dankeschön. Mit den Dingern. Hammerhart, ey. Also jeder, der das Spiel schafft, ohne einmal zu sterben, der hat den größten Respekt verdient, ey. Ich frage mich, ob es jemand gibt, der das jemals geschafft hat, das durchzuspielen, ohne auch nur einmal zu sterben. Ach komm.
kommen. Hey, das ist doch kein Pizzeria aus. Das ist gemein. Wir zählen leider gerade auch die Meisterschaftsklasse. Finde ich schade. Ja, natürlich. Komm doch mal runter. Das ist echt schwer, das Gebiet. Aber echt fies. Ich habe keine Energie. So, gerade hat man ja nicht. Aha. Oh, was gibt's denn jetzt? Tatsuo klomm in die Berge hoch über den Trauerpass. Als die Fackel ihres Bruders erlosch, wurde sie Opfer des Nebels und verlief sich. Du hast das Klettern erlernt und diese Fähigkeit zu nutzen, musst du RT drücken und halten, wenn du an einer Wand bist. So kannst du dann an ihrer Oberfläche entlang laufen. Echt? Aha. Das ist ja cool. Hä? Ach so. Ah, verstehe. Und die leben alle wieder. Du bist tot. Geht weg. Ich will nicht mit euch spielen. Kiri-Gegner. Oh. Hallo? Da bist du. Au! Das hat weh. Ruhe. Oh, ich verstehe das Prinzip davon. Verdammt. Und tot. ...63 Tode. So, jetzt richtig hochspringen. Ich
viel zu viel. Au. Ach gut, man kann die Taste auch beim Springen gedrückt halten, das ist gut. Als ob der sich noch gerettet hat. Das ist doch. Komm mal, die Gegner nicht vorbei. Kleines Arloch. Oh, dein löst sich jetzt nicht auf, oder wie? Mensch. What the F? Was ist das denn? Zurück, oder? Oh ja, hier. Okay. Aber nun ne? Haha. Wir stellen nochmal rein. Das Gebiet ist auf jeden Fall jetzt das Schlimmste überhaupt, ey. Oh, Gegner hier. Die halten echt aus ohne Ende. So, aber Leute, wir sind am Ende angekommen. Das war eine sehr frustrierende Folge. Und in der nächsten Folge geht es wahrscheinlich genau da weiter. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Ori and the Blind Forest bei mir, den Doomsday. Bis dahin, haut rein!